Zack. Und. Meins. Alter. Geht da schon wieder auf mich los. Überall sind hier diese Karagors. Mann. Okay, gib mir mal dein Hirn. Auch bitte. Vielen Dank. Okay, das war einer von meinen, aber egal. Da! Das macht gar nichts. Der nächste bitte. Oh von nein, mir der hast du bestimmt gehört. Das sind die Bade. Ich habe schon so manchen Tag empört, wo immer auch der Sänger singt, er Freuden, Schmerz und Wehmut bringt. Ich sing aus voller Lunge dir, Menschlein, dein Tod ereilt dich in Bälde hier. Hat mal einer einen Fisch? Ich habe gerade das unheimliche Bedürfnis, dem einen Fisch ins Maul zu schmeißen. Lass. Alter. Alter, was soll das denn? Ich blute ein bisschen, aber nur ein bisschen. Ja. Und tschüss. Das kann ich auch. Ciao. So, nur mal. Ah, jetzt. Jetzt. Hallo. Muss mal kurz wegschmeißen. Du wirst nicht fallen. Ja, auf die Knie. Rekrutieren bitte. Schließ dich der Armee des Hellenherrschers an. Des Seniors Lied wird niemals enden. Genau. Und Rückzug. Bezieh dich von hier. Schätze mal. Wo ist der Karagor? Der ist dort. Und jetzt auch gelöscht. Ein Träumchen. So, du bist frei. Ja, das ging ja wesentlich besser als mit dem Typen da hinten. Und ich hab schon... Hast du dir noch einen Anhänger geschnappt? Dann hast du bald eine richtige Armee. Aber denk daran, eine Armee braucht Befehle zum Befolgen. Und am beliebtesten ist immer noch der hier, Morden. Sag doch mal dem neuen Gefolgsmann, dass ein Idioten, den du nicht magst, aufschlitzen soll. Dann kannst du dich in der Zwischenzeit einem anderen widmen. Und behalte immer die Schwächen deiner Ziele im Auge. Es ist immer total witzig, wenn einer mit einer Feuerwaffe verprügelt wird, der sich vor Feuer fürchtet. Das ist der reinste Spaß, mein Freund. Ja, das stimmt. Da hat er recht. Das habe ich auch schon gelegentlich gemacht. Hauptmänner befehlen und hochstufen. Ruf das Armeemenü auf, um deinen Gefolgsmann zu befehlen, einen feindlichen Hauptmann anzuvisieren und zu töten. Schließt dein Gefolgsmann den Gefolgsmann-Auftrag erfolgreich ab, erhöht sich seine Stufe und er wird stärker. Deine Gefolgsleute können immer nur bis auf deine aktuelle Stufe aufsteigen. Tja, das ist ja dann nicht so wirklich weit. Tja, aber wen? Wen soll ich gegen wen hier gerade? Ich weiß doch nichts über die. Obwohl doch Zun. Buschkrim. Nakra. Nee. Aber der könnte gegen den tatsächlich bestehen.
Was? Ach ja, stimmt ja, das ist ja mein Leibwächter, auch das noch. Okay, was hat der hier? Der kann das nicht. Das ist scheinbar nur ein Berater. Das ist ja gerade nicht so toll. 11 und 11 ist nicht so toll. Will ich aber gerade nicht. Muss ich das jetzt? Das ist doch nicht wahr. Na gut, der geht mir sowieso ein bisschen. Buschcreme. Überfall. Tötung. Der ist wahrscheinlich mit dem da zusammen, oder? Ach nee, rot heißt, dass der mit dem nicht verbunden ist, sondern dass er mit dem im Kampf steht. Ich glaube, aber Sun. Doch, wir nehmen Sun. Sende Pushkrimp der Bade aus, damit er einen Raubzug auf das Vorratslager von Sun Klingenmeister ausführt. Naja, wäre nicht schlimm drum. Genau wie Erzfeindaufträge ist auch ein Gefolgsmann-Auftrag für begrenzte Zeit aktiv. Läuft der Zähler unter dem Auftrag ab, wird der Auftrag automatisch geklärt. Dein Gefolgsmann wird versuchen, diesen Gefolgsmann-Auftrag allein zu bewältigen, aber du kannst dich ihm anschließen, um seinen Erfolg abzusichern. Wenn dein Gefolgsmann erfolgreich ist, erhöht sich seine Stufe. Drücke Spaß zum Vorfahren. Fortfahren. So. Gut. Dann ist Sun auch mein neues Ziel. Da muss ich jetzt mal gucken, wo der gerade ist. Wo der sich gerade aufhält. Das ist sogar das, was ich gerade habe, ne? Ja, ich glaube. Nee, doch. Doch. Gut. Wo sind wir? Da oben? Wir müssen da unten hin. Okay. Dann kommen wir ja nur hier lang. Hier kennen wir nichts. Hier kennen wir nichts. Auch das noch. Na hier. Damit ist uns nur wenig geholfen, weil wir von hier... Ach doch, da. Hier kommen wir lang. Hier drunter durch. Gut, dann wollen wir hier mal eine Schnellreise machen. Ich weiß mehr als jeder andere über diesen Elbmeuchler. Ich weiß, wo er sich verbirgt und fürchtet. Weißt du, dass er eine Sie ist? Was? Das Ende Sie ist was? Was sagt er? Bleib nicht stehen, immer weiter. Ihr mögt vielleicht nicht kämpfen können, aber laufen könnt ihr alle mal. Oh, okay. Der Wurm hat uns scheinbar noch nicht bemerkt. Hallo, ich bin. Alter, ich will da hinterher. Dem Wurm hinterher. Aber zackig. Zack. Doch, ich krieg dich trotzdem. So, wie schön. Jetzt wollen wir mal ein paar Infos mal aufdecken. Zum Beispiel den Gluck, der Giftige. Gluck. Ein paar Chancen vor Feuer. Unbeholfen, ein bisschen Futter. Fernkampf, Hinrichtung, Explosion. Ein Traum. Das sind mir die Liebsten. So, aber ich wollte hier eigentlich gar nicht lang. Richtig? Ja, richtig, aber wenn wir jetzt... Ja, gut, ist egal. Jetzt können wir weiter in die Richtung laufen. Oder auch nicht. Doch, können wir. Moment. Jetzt habe ich gerade die Orientierung verloren. Nein, in die andere Richtung. In diese dort. Da müssen wir lang. Ach, das ist dieser komische Misty-Wald. Nee, hier bin ich glaube ich noch nicht durch. Da will ich noch nicht lang. Ja, du bist natürlich schon der. Warum versuche ich es denn erst?
Dieses Elbenmädchen. Jawohl. So. Hätte in einem großen Wasserfall Katakomben versteckt, dann will ich nichts zu tun. So, du gehörst mir jetzt auch. Da oben ist noch einer. Den nehme ich auch mit. Ja. Gut. Gut, gut. Du wirst zu keinem, du auch nicht. Na, wir machen erstmal die erste Reihe. Tarz der Hieb. Schleichtodesstöße, berittene Bestien, entflammbar, Erschöpfung, Fernkampf und Gift. Wir gucken das sowieso nochmal alles durch. Mich interessiert das nur im Allgemeinen. Das gucken wir sowieso alles noch durch, wenn wir die entsprechend dann noch treffen. Deswegen drücke ich auch immer X. Damit wir dann auch wissen, wie wir dem beikommen können. Okay, da wollte ich jetzt zwar nicht hoch, aber auch okay. Ich glaube, das musste ich gar nicht, weil das hier sicher eine Questmarkierung ist. Ja, natürlich ist es eine. So, Vorratsraubzug. Ja. 11:11. Sehr schön. Denk gar nicht erst daran, diese Vorräte zu klauen. Wir sind hier, um sie zu beschützen, ihr faulen Dukes. Des Sängers Lied wird niemals enden. Wobei ja. Ich bin noch da. Nein. Als ob es nicht reicht, von Orkups angegriffen zu werden. Jetzt kommt auch noch ein Mensch. Ich bin aber ein Halbtoter. So, und schon gehörst du mir. Rekrutieren. Jetzt dienst du mir. Ich werde deine Befehle ausführen. Gut, und Rückzug. Ja, Anführer. Auftrag abgeschlossen. Du hast Sunklingenmeister beherrscht. Puschkim der Bade beansprucht den Sieg für sich. Kann auch. Auch noch. Ich nehme dich auch noch. Du hast zwei schöne Äxte dabei. Du wärst schon bei mir. Wo ist denn der Barde jetzt hin, dieser Bekloppte? Achso, der ist da hinten. Okay. Wie geht's, heller Herrscher? Dein neuer Rekrut ist ein gewiefter Mistkerl. Gib einen guten Verräter ab. Weißt du was? Du solltest ihn zum Leibwächter von dem Häuptling machen, damit er ihn, naja, verraten kann. So ein Häuptling nimmt natürlich nur einen Leibwächter, der sich bewiesen hat. Und am besten geht das in den Kampfgruppen. Wieso man vertrauenswürdig ist, wenn man da gewinnt? Keine Ahnung, aber es ist verdammt lustig. Außerdem vertraut eh nur ein Idiot einem Ork, also passt das schon. Na los, versuch's mal. Ja, er ist ja ein Ulokai. Spione aussenden. Häuptlinge nutzen die Kampfgruben,
um in Ritualkämpfen neue Leibwächter zu rekrutieren. Befehle einem Gefolgsmann, die Ränge eines Häuptlings zu infiltrieren, indem er sich in den Gruben beweist. Wenn du seinen Herrn das nächste Mal triffst, wird er ihn verraten, indem er dem Häuptling in den Rücken fällt. Du kannst einem Gefolgsmann auch befehlen, eine leere Garnison der Festung zu infiltrieren, wo er während deiner späteren Belagerung einen Siegespunkt einnehmen wird. Naja. Gut. So, jetzt sollen wir also Pushkrimp, den wir jetzt auf Stufe 16 hoch haben, sollen wir tatsächlich da jetzt reinbringen? Was soll denn der Quatsch? Tja, Na gut. Pushkrimp. Den oder den? Na, hier ist nur noch einer übrig. Ich meine, bei dem ist er ja schon. Also. Infiltration. Sende Pushkrimp der Bade aus, damit er seinen Wert in der Kampfgrube beweist und zum Spion wird. Antwort bestätigen. Dein Gefolgsmann muss in den Kampfgruben überleben, bevor er Spion werden kann. Du kannst bei Kämpfen in den Kampfgruben zusehen, aber um die Tarnung deines Gefolgsmanns aufrechtzuerhalten, darfst du nicht eingreifen. Du gehst best im Vorfahren. Oh, wei, oh, wei, oh, wei. Okay. Turuan, der Verstümmelte. Steht's auf der Hut. Okay, gut. Bah. Wo ist denn hier? Ich hätte gern mal. Wo sind denn hier noch ein paar Geschosse? Was ist denn da schon wieder los? Kinder, was macht ihr denn da? Komm, du auch. Finger weg. Du bist auch mir, wollte ich sagen. Schnauze. Hier nimmt mir nichts weg. Schön zu gucken. So, die kommt auch noch mit. Mal. Lass es doch mal sein. Finger weg, habe ich gesagt. Was bist du denn hier? Nix wird hier. So, dann wollen wir mal. Junge, Junge, kann man hier auch endlich mal sein Kram mal einsammeln? Das wäre echt top. Gut. Hier geht's schon los. Das ist ein Traum. Was ist aber ganz schön weit weg. Gut, dann gucken wir mal auf die Karte. Aber ich würde lieber... Ach, das ist sogar da in der Nähe. Gut, dann gucken wir erstmal hier zu. Und machen dann brutale Natur, würde ich sagen. Ja, doch, ist eine gute Idee. Und da hier auch noch unser einziger Turm ist, den wir freigeschaltet haben, den wir gereinigt haben, den haben wir gewienert und poliert, können wir da auch schnell hinreisen und sind schon längst da. Nup. Da. Finger weg. Nein, nicht.
Erich. Dann nehme ich dich. Heute stirbt. So. Und ich nehme auch gerne noch mit. Lass ihn mal in Ruhe. So. Wer ist hier noch? So, jetzt aber Ruhe im Buch hier. Mann. Gott sei Dank, nervig. So, wollen wir hier mal gucken? Infiltration. Ja, muss ein gegnerischer Hauptmann besiegen, um sich zu beweisen und Spion zu werden. Na, ich bin ja mal gespannt. Ich hoffe, das wird was. Ich bin doch ein Nichts. Nichts, um das du dich sorgen musst. Der Sängers Lied wird niemals enden. Das geht doch nicht. Danke. Wir können nichts machen. Eieiei. Na los, du versoffener Bade, siehst du, dass du ihn klein kriegst. Töte es! Iss sein Fleisch! Sieht nicht so gut für uns aus. Scheiße. Der Bade wird drauf gehen. Zu langsam, Tag. Unser Bade wird drauf gehen. Baden umgenietet. Ich fing gerade an, seinen Gesang zu mögen. Wenn du dir einmal die Dunkelheit einverleibt hast, befleckt sie dein Inneres auf ewig. Ja, ich weiß, du bist verdient. Blablabla. Bogenblockade, na, wundervoll. Haltet ihn auf! Ich komm hier nicht mehr! Ich bin zu schnell für dich. Das wird nicht wehtun. Ich bin auf der Spur. Alter. Ich bin auf dem Untergang. Oh, was ist los? Na, schick mich wieder noch. Verflucht. Na, wundervoll. Haben wir hier irgendwo mal so ein paar Fässer? Aber nein, haben wir natürlich. Opa gerade dabei, ne? Ja, mehr davon. Heute werden wir in deinem Blut und Schmerz geweiht. Ich glaube nicht, dass da jemand war. Hab ich da gemacht? Zack, schon bist du mir. Ich trinke sein Blut, das wird nichts. Hier ist es besser. Der Tag ist verbunden.
Er ist gebrochen, jawohl, jetzt können wir ihn einnehmen. Finger weg! Nein, den! Ja, ja, kann erzürnen, wie er will. Mann! Alter, ist es ja nicht wahr. Einmal Spaß-Taste bitte. Mist! Sie sagt es. Es ist ja nicht wahr. Einmal noch, bitte, bitte, bitte. Danke. Dann bring es auch zu Ende, du Sch... Ja, gleich. Mach mal. Doch, doch, gleich, 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 gleich. So. Okay. Wahrscheinlich Ratten. Ich will auch einen Zünder. Toll, jetzt können wir den nicht mal einnehmen. Sind Sie nur in einem Kram? Schatten aufsetzen. Wo bist du denn? Da bist du ja. Der mir schon wieder alles.